Nicht mich vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Tom. Das klingt in etwa so, wie wenn man leise ein verstimmtes Gong anschlägt. Ich bin der Besitzer dieses zwar bescheiden anmutenden, aber erstklassigen Etablissements. Mit der Polizei bin ich in bestem Einvernehmen. Der Herr Polizeipräsident lässt sich zuweilen herab. Zu beehren. Übrigens gewähre ich nur Damen von bestem Leumund Unterkunft. Hören Sie Musik? Meine drei Damen spielen die Serenade des Frühlings. An das Gong mich immer erinnert? Hm? An eine Hinrichtung. Ich war in meinem früheren Beruf, Sie werden es mir kaum glauben, ich war früher Henker. Damals habe ich den Männern den Kopf abgeschlagen. Heute verdrehe ich Ihnen nur den Kopf mit Hilfe meiner Blumenmädchen. Um nicht selber in Versuchung zu geraten und mein Geschäft durch unschickliche Handlungen zu stören oder zu beeinträchtigen, beispielsweise etwa die Eifersucht meiner werten Herren Klienten zu erregen, habe ich freiwillig auf die Attribute der Männlichkeit verzichtet. Ich habe mich seinerzeit einer kleinen Operation unterzogen und so stehe ich zwischen Mann und Weib, keins von beiden, und also zur Mittlertätigkeit berufen und auserwählt. Ah, meine Schwester naht, die Dämmerung, die gewiegte Kupplerin von Alters. Ich höre Schritte die Gasse herauf. Thank you.
mein tiefes Bedauern bezeugen. Die Damen in Trauerkleidung dies Haus der Freude betreten zu sehen. Ist kürzlich ein Todesfall in ihrer Verwandtschaft vorgefallen, so bitte ich mein Beileid entgegennehmen zu wollen. Schon sei den Rabenzüchter und Gemüsegärtner seines Zeichens, den Garten diese Dame und meinen Vater in die Erde senkte. Ich hab mit meinen eigenen Händen die Erde aufgerissen und über den Sarg wieder zugeworfen, denn wir hatten kein Geld in Totengräbern zu bezahlen. Ich habe ihn geliebt. Und liebe ihn nur umso inniger, da er nun bei den Armen weilt. Seinem teuren Gedächtnis ich morgens und abends Räucherkerzen entzünden werde. Gestatten Sie die etwas dreiste Frage, wie ist denn der Tod Ihres geehrten Vaters so plötzlich eingetreten? Das Rad des Unglücks ist über uns dahin gerollt. Mein treuer, gebender Gatte hat seinem armseligen Leben, das nur wie ein altes Kleid noch an ihm hing, selbstverständlich ein Ende gemacht. Die Dämonen der Unterwelt mögen ihm gewogen sein und der Herr der ewigen Nacht ihm ein mildes Urteil schenken. Darf man sich nach dem Grund seiner plötzlichen Abreise in die unteren Bezirke erkundigen? Steuerpächter war, hat uns um Geld und Gut gebracht. Vorgestern war die Steuer fällig, wir hatten nichts an ihr zu eigen, als einen Sohn, der schon seit Jahren den ersten Mitglied unserer Familie, der sterben werde, bestimmt war. Anschlägen der Dämonen des Südens bewahren. Was ist die Ursache dieser schönen Musik? Meine Trauer beginnt in diesen Tönen zu schweben wie ein Schmetterling in der Luft. Es sind die Bewohnerinnen dieses Hauses, die Töchter der Freude, die diese Melodien hervorlocken. Kam ich her, hochwohlgeborener Herr Tong, Sie zu bitten, meine Tochter Hai Tang, als Tochter der Freude in dieses achtbare und geachtete Haus aufzunehmen. Herr Tong, wir sind völlig ruiniert. Wovon sollen wir leben? Wir müssen verhungern.
Ich bin gezwungen, meine Tochter zu verkaufen. Ich spiele die Laute, die Flöte und das Instrument, Kind. Ich verrate zärtlichst den Glückwunschkarten zum Neujahr und zum Geburtstag zumal. Ich tanze und singe. Soll ich ihnen vortanzen? Tanze, mein Kind, damit Herr Tong deine Talente schätzen lernt. Vortrefflich, ganz ausgezeichnet, ein wahrhaft dramatisches Talent. Was ist der Preis, den Sie für dieses Fräulein fordern? 100 Taels in Gold. Das ist immerhin eine bedeutende Summe, selbst für so ein wohlsituiertes Unternehmen wie das meine. Verehrte Frau Chang, das Fräulein Tochter ist schön, daran besteht kein Zweifel, aber wenn meine alten Augen mich nicht täuschen, so hat sie im Nacken einen kleinen, störenden Leberfleck. 90 Taels. Sie ist klug und wohlgebildet, versteht zu tanzen, aber ihr Tanz war mir zu melancholisch. Es fehlt mir die leicht schwebende Lustigkeit, mit der sie die Männer fortreißt. Sie ist noch unberührt. Noch unberührt? Nun sagen wir 80 Taels. Soll der Handel gelten? Er gilt. Ich werde mir gestatten, Ihnen sofort die Summe auszuzahlen. Ich habe dich gesucht, Schwester, von Straße zu Straße, abgefallene Blütenblätter. Bin ich an allem Unheil schuld.
ist das Geld, gnädige Frau. Aber erlauben Sie mir, Ihnen den goldenen Käfig zu zeigen, in dem Sie singen und Ihr schönes Gefieder spreizen sollen. Bitte, hier. Nachtigall, folgte ihrem Ruf und finde statt eines Vogels eine Blume. Ihr Duft verwirrt mich. Sie trägt das weiße Gewand der Trauer und hält den Kelch geschlossen. Darf ich versuchen, sie ein wenig zu erheitern und die Blüte zu öffnen? Diese bilderreichen Komplimente pflegen die jungen Herren in den Anstandsstunden zu lernen. Sie kommen von den Lippen und berühren nur leise das Ohr. Nun, machen Sie dieses wahr, lassen Sie meine Lippen Ihr Ohr berühren. Ich will Ihnen etwas zuhauchen, was man mit Worten nicht sagen kann. Aus einem Hauch wird leicht ein Wind und aus einem Wind ein Sturm. Denken Sie einmal nach, ob Sie nicht aussprechen können, was Sie dachten.
dachte nichts. Ich fühlte alles. Wollen Sie eine Partie Schach spielen? Hier steht schon ein Schachbrett aufgebaut. Weiß zieht an, Schwarz zieht nach. Schach der Dame. Ich bin keine Dame. Schach dem König. Ich bin kein König. Sie, Zug gegen Zug, gehen scharf vor wie ein Feldherr vieler Grade. Aber nur um ein besseres Spiel zu beginnen. Und welches Spiel? Das Spiel der Liebe. Das Spiel der Liebe. Ich wusste nicht, dass die Liebe ein Spiel sei. Als mein Vater etwas malen oder zeichnen? Hier ist ein Stück Kreide. Ich werde hier mit der weißen Kreide einen Kreis zeichnen. Der Kreis ist das Symbol des Himmelgewölbes. Der Kreis ist das Symbol des Ringes, der Gatten aneinander schmiedet, Herzring an Herzring reiht. Was außerhalb dieses Kreises ist, ist das nichts. Was innerhalb dieses Kreises ist, ist das All. Wie verbinden sich nichts und All?
im Kreise, der sich drehend fortbewegt, im Rad, das rollt. Ich bin an das Rad geschmiedet, das Rad des Schicksalswagens, den die Sonnenrosse durch die Äonen mit sich reißen. Ein junger Gott steht mit feuriger Peitsche im Wagen und treibt die Rosse. Er achtet meines Jammers und meiner Tränen nicht. Jetzt umrandet er das Symbol des Spiegels, in dem ich mich eitel drehe und wende. Wirklich nicht das gewandte Traum, gibt es denn nur sich ein besonderer Reiz? Und im Gesicht zerreib ich einige Bohrenkugeln aus der Schminkernbüchse, betupfe ich die Ganz einfach Mach.
Wenn ich den Namen mal nenne, so sollte das eigentlich genügen, dass jedermann sich ehrfurchtsvoll vor mir verneige. Denn ich besitze Geld. Sehr viel Geld, sodass ich mir alles kaufen kann, was ich will und wonach ich gelüst und Sehnsucht trage. Sehe ich ein schönes Pferd, besteige ich. Sehe ich ein schönes Weib, entführe ich es. Wenn es mir passt, stehen mir alle Türen offen. Ich bezahle alles. Ich habe mir einen Sitz im Gericht gekauft und spreche recht, obwohl ich nicht einmal recht sprechen kann. Ich bin Steuerpächter und treibe die mir zustehenden Steuern rücksichtslos ein. Ich bin streng, aber gerecht. Zum Lohn für meine geschuldete Nachsicht, dass ich ihm die geschuldete Steuer schon einmal stundete, erhängte sich vorgestern ein gewisser Gärtner Chang vor meinem Hause zu dem ausgesprochenen Zwecke mir Verlegenheiten zu bereiten, was dem Lumpen auch gelang. Der Pöbel hat mir die Fenster eingeworfen und mich Blutsauger und Volksverderber geschimpft. Um mich von den Anstrengungen der letzten Tage zu erholen, betrat ich das mir wohlbekannte Haus des Herrn Tong, den ich liebe, um mich gebildet auszudrücken wie Blumen und Weiden. Ich habe mir von einem Privatzauberer das Horoskop stellen lassen für heute. Der heutige Tag ist meiner Liebesunternehmung zweifellos günstig. Eine neue Blume im Garten des Herrn Tong. Seien Sie mir gegrüßt, zartes Fräulein. Sie sind so zart, dass ich Sie nicht anzugreifen wage. Ich könnte Sie ja zerbrechen. Und was hätte ich davon? Ich bleibe allein mit keinem Liebesschwert und tröst mich auf dieser trostlosen Erde. Euer Hochgeboren wünschen. Tong! Diese junge Dame gefällt mir ausgezeichnet. Ein junges Mädchen rührt mein Herz. Sie ist noch unberührt. Eine Jungfrau also. Eine Jungfrau. Tong! Sie habe mir schon manche falsche Jungfrau angedreht. Widersprechen Sie mir nicht. Aber ist echt. Ich hab das im Gefühl. Ich kaufe Ihnen das Fräulein ab, völlig mit Leib und Seele. Keine Widerrede, Tom. Kein Widerspruch des Fräuleins. Ich bitte 100 Taels in Gold. Euer Wohlgeboren, sie hat mich selbst 200 gekostet. Ach, ja. Ich biete 300. Ja. 400. 500. Ja. 600.
1000 Taels kann ich nicht überbieten. Die Dame gehört Ihnen. Zu meiner Mutter und lassen Sie ihr sagen, ich würde mich noch heute mit Herrn Marv verheiraten. Heitang, weißt du, was die Frau dem Manne schulde? Ich weiß, was im Buch Xiao steht. Die Frau hat zu schweigen, wenn der Mann spricht. Wenn er tadelt, zu bitten, wenn er grollt, zu danken, wenn er züchtigt, zu lieben, wenn er verachtet und hasst. Komm, mein Haus wartet. Gattin ins Hause genommen hat, eine unausstehliche Person namens Hai Tang, über deren sittliche Qualitäten ich mich nicht äußern werde. Aber es sagt schon genug, dass Herr Ma sie von der Straße aufgelesen, wo sie in einem Teehause die zweifelhafte Rolle einer Kurtisane, ich benütze dieses beschönigende Wort, spielte. Ich bin in tiefster Seele verletzt, dass Herr Ma mir, seiner Gattin ersten Ranges, solch eine Persönlichkeit vorzieht. Zu allem Überfluss hat sie ihm einen Knaben geboren, einen Erben,
während mein Schoß unfruchtbar geblieben ist. Weh mir! Was hab ich zu erwarten, wenn ich nicht selbst entschlossen mein Geschick in diese kleinen Hände nehme? Aber zum Glück wird mir jemand beistehen, der mir ergeben ist auf Leben und Tod. Und das ist niemand anderes als Ihr dienstwilliger Knecht Tal. Gerichtsbeamter am hiesigen Amtsgericht. Ich freue mich, Sie zu sehen, Tal. Wo kommen Sie zu dieser Stunde her? Herr Ma hatte die Freundlichkeit, mich in einer geschäftlichen Angelegenheit zu sich zu bitten. Was ist das für eine geschäftliche Angelegenheit? Ich bin leider noch nicht unterrichtet, gnädige Frau. Ich hatte diese Nacht einen Traum. Ich träumte, wir beide gingen eine steinige Straße viele, viele Stunden lang. Diese
nicht die Stunde kind, da wir gemeinsam die Reise in die unteren Bezirke antreten. Mit dir zu sterben wäre Zusammenkunft, die Gesetzesbücher auf einen strittigen Punkt durchzusehen und mir Auskunft zu geben über die Frage, wer ist Erbe von Geld und Gut, Haus und Hof, wenn der Mann stirbt? Erbe, und zwar allein Erbe, ist die erste Frau, die Gattin erster Klasse. Ciao! Doch tritt in der Erbfolge eine Änderung ein, falls sie kinderlos bleiben sollte. Hat eine Nebenfrau einen Knaben geboren, dann tritt sie und das Kind in die Rechte der Alleinerben und die Hauptfrau wird auf ein Pflichtteil gesetzt. Das ist also mein Schicksal, wenn Ma stirbt. Habe ich ihm nicht schon treu gedient, als diese Hure von Haitan noch gar nicht auf der Welt war? Jetzt soll ich mein Alter in Elend und Armut wie einen Leinensack tragen, während sie mit ihrem Bankett in goldener Sänfte an mir vorbeigetragen wird. Und ich hocke am Straßenrand und bettle um ein paar Cash. Das wird nie geschehen, solange ich lebe. Großes Kind, bist du nicht arm wie eine Kirchenmaus? Du wirst wohl längst verhungert ohne mich. So siehst du keinen Weg aus dem Elend? Ich sehe einen. Wirst du die Augen schließen und dich ganz meiner Führung anvertrauen, mir zuliebe? Ich will es versprechen, weil ich keinen Weg sehe. Die Stunde des Gerichts hat eben zu schlagen begonnen. Ich werde gehen, dich Herrn Ma zu melden. Ciao, Hein nennt man mich auf dem Gericht. Ciao, den sich durch Tugenden auszeichnenden, werde ich diesen Ehrentitel noch lange tragen dürfen. Ich werde heute Abend Räucherwerk entzünden. Bösen Geister, die sich in meinem Hause und meinem Herzen schon festgenistet haben, zu vertreiben.
Yang, Sieg Yang, so sagt man, Berge perlen in seinen schwarzen Wassern. Wir um Mitternacht mit reinem Sinn und Zauberspruch begabt. Sie kann das Perlenfischen macht, die bis zum Weinen, obwohl ein seltener Fund gegönnt. Ich geh die Nacht an seinen dunklen Ufern und fang ganz ohne Zauber. Auch das Herz war nicht so rein, wie die Beschwörung fordert. Ich fand ein ein herrlicher Frühlingstag. Lau und mild wie ein Sommertag. Er tut meinen alternden Gliedern wohl. So ist Haitang. Man nennt sie auf dem Gericht Chao Hai, der sich durch Tugend, Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit aufs Höchste aufzeigt. Meine Verdienste sind unbeträchtlich. Man übertreibt. Ich ersuche Sie daher, mich in einer juristischen Angelegenheit, die mir schon lange im Kopf herumgeht, zu vertreten. Und worum handelt es sich, wenn ich mir die Frage gestatten darf? Ich habe beschlossen, mich von meiner Gattin ersten Ranges Yupe scheiden zu lassen und Haitang in ihren Rang zu erheben. Ich liebe Haitang. Sie hat meinen Erben geboren. Ich beauftrage sie daher mit der Erledigung der juristischen Formalitäten. Na, warum bleiben Sie nicht sitzen? Ich bitte um Entschuldigung. Nun, wollen Sie meine Angelegenheit führen? Ich bin selbstverständlich entzückt, Ihnen behilflich sein zu können. Es würde die Lösung erleichtern, wenn man Frau Ma eine Untreue nachweist, irgendein Verhältnis mit einem anderen Mann, das die Sittenlehre nicht billigt. Man konstruiert einen Ehebruch. Ich sehe, wir verstehen uns. Yippie! Führe den Herrn bitte ans Tor. Haitang! Du hast mir heute den Knaben noch nicht gezeigt. Komm, zeig ihn mir. Was wollte er? Er will sich scheiden lassen. Von mir? Von dir. Er beauftragt mich, die Scheidung einzuleiten. Wir müssen handeln. Jeder Aufschub wäre Torheit und Verrat am eigenen Geschick. Was willst du tun? Schließe die Augen. Der Gott des Dunkels sei mit dir. Nun bin
Die Gesellschaft bei, die das Los der armen Menschen bessern will. Weh uns, dass Männer ihre Seele, Mütter ihre Töchter verkaufen müssen, um des nackten, dürftigen Lebens willen. Die Menschheit muss endlich einmal von ihrem Jammer erlöst werden. Der edle Same des Menschentums darf nicht unter dem Unkraut der Unmenschlichkeit erstickt werden. Ein solch verruchtes Unkraut ist Herr Ma, der Besitzer dieses Hauses. Er hat meinen Vater in den Tod, mich in das Elend getrieben und meine Schwester gezwungen, sich ihm zu verkaufen. Sein Name ist in der Liste der Brüderschaft längst mit einem Kreidekreis umgeben. Dies bedeutet seine Trennung von dieser Welt. Sein Urteil ist gesprochen und ich bin erkoren, es zu vollstrecken. Was will der fremde Mann am Zaun? Er bittet demütigst um eine Schale Reis. Menschen schlagen, Trunken ist Schwester.
der Bruderschaft von weißen Lotus. Sie hat sein Todesurteil gesprochen. Das Orakel, lass mich das Orakel, es kriegt dieses Befragen. Gib mir das Messer. Ich werfe mit dem Messer nach dem Kreis. Der Kreis umschließt sein Leben. Triff das Messer den Raum innerhalb des Kreises. So haben die Götter gerichtet. So muss er sterben. Das Messer hat nicht innen, nicht außen. Es hat genau die Linie des Kreidekreises getroffen. Bruder, nimm das Messer und berichte der Bruderschaft von dem wunderlichen Orakel. Lass es die Weisesten der Bruderschaft deuten. Dies eine verspricht mir, das Urteil nicht eher zu vollziehen, als bis der Sinn des Orakels geklärt. Ich werde es den Brüdern berichten. Ich werde wiederkommen. Nicht
ich eine Frage an meinen Herrn richten? Ich bitte. Bei Tag sollt ihr den Herrn einen Erben. Sie haben mir seit langem nicht mehr die Ehre eines Mächtigen Sohnes erwiesen. Ich bin Ihnen rechenschaftlich schuldig.
danke dir für deine Liebe. Warum sprach ich soeben von einer Lotusblüte? Erinnere mich, wenn du den Tee getrunken, dass ich dir von einer Lotusblüte erzähle. Kredenzen sie in den Tee, ihren Händen mundet ihm doppelt gut. Erzähle mir, während ich trinke, das Märchen von der Lotusblüte. Heitang! On apporte le thé, Liu Pei propose de le sucrer, mais c'est du poison qu'elle y verse. Monsieur Ma boit une gorgée et s'effondre, mort. Liu Pei ameute la police et accuse Haitang d'avoir empoisonné son mari. Haitang, arrêté, demande qu'on ne la sépare pas de son enfant. Liu Pei déclare à la police que l'enfant qui est dans la maison est le sien et on emmène Haitang. Et bien c'est ainsi que se termine le quatrième tableau du deuxième acte du Cercle de Craie de Zemlinsky. Vous êtes à l'écoute de Dimanche à l'Opéra sur France Musique. Merci d'être en notre compagnie. Nous sommes dans les coulisses de l'Opéra de Lyon. Les artistes vont regagner leur loge avant de poursuivre ce mélange de contes de fées et de réalisme social avec le troisième acte, le cinquième tableau. Au tribunal, le juge Chuchu reçoit Chao venu lui remettre une bourse d'or de la part de Yu Pei, signe de confiance dans le sens de la justice du juge qui accepte le présent sans scrupule. Dans la salle d'audience, Yu Pei s'assure de la loyauté des faux témoins qu'elle paye, une sage-femme et deux coulis.
L'audience, avec son juge corrompu, sa plaignante menteuse, ses faux témoins, ne laisse aucune chance à Ai Tang. Elle est condamnée à mort pour empoisonnement et tentative de vol d'enfant. Mais cet opéra, qui est donné en France pour la première fois ici à l'Opéra de Lyon, se termine par un happy end. On va retrouver les voix de Ilse Ehrens, Ai Tang, Doris Lamprecht, Madame Chang, Laurie Vassar, Chang Ling, Paul Kaufmann, Tong, Stéphane Rugamer, Pao, Martin Winkler, donc, qui était Ma le mandarin, ne sera plus là car il vient de mourir, Nicolas Belair-Carbone, Yupei, Zachary Altman, Chao, et Stéphane Kurt, le rôle parlé du juge Chouchou. Également, Hedwig Fassbender, Luc Sinclair, Alexandre Pradier, Mathieu Bussuel et Joséphine Gaumann. Orchestre, maîtrise et studio de l'Opéra de Lyon, tous qui sont placés sous la direction de Lothar Koenigs. Le Cercle de Craie de Zemlinsky, acte 3, eh bien, ça va commencer tout de suite sur France Musique et francemusique.fr. Je vous souhaite eh bien, une très bonne écoute de cette seconde partie. On se retrouve tout à l'heure en compagnie de Lothar Koenigs. Von seiner kaiserlichen himmlischen Majestät eingesetzte oberste Richter von Cheng Kong. Das Publikum erwartet deshalb nicht von mir, mit der üblichen Devotion begrüßt zu werden. Ich neige weder meine Knie noch meine Stirne vor einer derartigen Gesellschaft miserabler Kreaturen. Wie ich Sie hier zu meinem Abscheu versammelt sehe. Um 9 Uhr sollen die Gerichtsverhandlungen beginnen. Jetzt will ich erst einmal in Ruhe frühstücken. Das Frühstück gehört zu den angenehmsten Dingen des Lebens. Mit vollem Magen kann man einen Angeklagten, einen Dieb etwa, der aus Hunger gestohlen, noch mal so leicht und mit doppelt gutem Gewissen zum Galgen verurteilen. Heute bin ich leider ein wenig verkatert. Ich habe Kopfweh. Ich habe die Nacht im Hause des Herrn Tong verbracht. In Gemeinschaft mit den drei reizenden Mädchen Yu, Ye
Sie haben mich mit Gong, Flöte und Geige in den Schlaf musiziert, nachdem wir Reiswein in erheblichen Portionen zu uns genommen und die reizende Jaumir mit Seele und Leib, besonders Leib, angerührt hatte. Ich habe hier eine kleine farbige Tuschzeichnung, welche die drei Mädchen völlig unbekleidet und in allerlei verfänglichen Stellungen zeigt. Die will ich mir jetzt in Muße betrachten, indem ich mich würdig auf den heutigen Abend vorbereite. Ich bitte um Vergebung, wenn ich Sie in Ihren Meditationen störe, Exzellenz. Frau Ma, die Klägerin in dem ersten der heute angesagten Prozesse beauftragt mich, Ihnen als Zeichen Ihrer devotesten Unterwürfigkeit unter Eurer Exzellenz richterliche Einsicht, diesen kleinen Beutel übersenden zu dürfen. Gold. Gold, keine schönere Musik, als wenn Gold über den harten Tisch rollt. Es klingelt wie Pagodenglocken. Beim Geläut des Goldes werde ich förmlich fromm. Frau Ma ist eine überaus freigebige Dame. Sie dürfte ihr Recht finden. Jetzt will ich mich aber noch ein wenig in das Strafgesetzbuch vertiefen und mich in das Beratungszimmer zurückziehen. Die Paragraphen über Beamtenbestechung werden mir keine Kopfschmerzen machen. Ich entferne sie einfach ritsch, ratsch aus meinem Buch. Da ich jedes Mal dieses Buch Gesetze und Verordnungen des Herrscherhauses der Mandschu beschwöre, danach recht zu sprechen, so werde ich keinen Meineid leisten. Und mein Herz ist rein wie die Wolle eines jungen Lämpchens. Oh!
Dieser Heitar ist eine stolze, hochmütige Person. Und obwohl sie aus dem gleichen Meer entstammte wie ich, hat sie nur ein freundliches Wort für mich geahnt. Immer von oben herab. Da ist es ja kein Wunder, dass sie ein Wunder vergiftet hat. Vergiftet, was sie nicht sagen. Ja, es gibt böse Menschen auf der Welt. Da kann ja auch das Kind nicht von ihr sein. Kommen Sie nach dem Prinzip zu mir nach Haus. Ich habe abgenähte Kleider, glänzend erhalten. Es gibt gewiss sich noch ein Straßweg für Sie herunterfinden. Meinen Ähnlichsten, Sitzung. Gerichtsdiener, führen Sie die Angeklagte herein. Angeklagte, nehmen Sie Ihren Platz dort innerhalb des Kreidekreises. Herr Chao, Sie protokollieren. Sehr wohl, Exzellenz. Angeklagte, Sie heißen? Chang Hai. Chang, Tochter des Chang, Frau des hochgeborenen Herrn Ma. Nebenfrau des hochgeborenen Herrn Ma, bloße Beischläferin, Konkubine sozusagen, aus einem Freudenhause aufgelesen. Die Gattin erster Klasse bin ich. Ich war Herrn Ma rechtlich anvertraut, da ich ihm einen Knaben geboren hatte. Der Schoß seiner ersten Gattin unfruchtbar geblieben war, gedachte er, mich in den Rang der Hauptfrau zu erheben und sie von Frau Ma zu scheiden. Sie lügt wie eine Elster. Sie hat ihm ein Kind geboren, Eiwanden. Beruhigen Sie sich, Frau Ma. Im Laufe der Verhandlung wird sich ja alles der Wahrheit gemäß herausstellen. Wer erhebt die Anklage? Ich. Yupei, rechtmäßige Hauptgattin des hochgeborenen Herrn Ma, klage Hai Tang des versuchten Kindesraubes und des vollendeten Giftmordes an Herrn Ma an.
Angeklagte, was haben Sie zu dieser außerordentlich präzisen Anklage zu bemerken? Ich bedauere, diese Frau Lügen strafen zu müssen. Aber es geht um mein Leben, Herr Richter. Es geht um mein Kind. Herr Richter, man hat mir im Gefängnis mein Kind verweigert. Lee, mein Knabe, erkennst du mich? Heuchelt! Wie kann sie Muttergefühle haben, da ihr Schoß verdorrt ist, wie ein Baum in der Wüste ohne Gar wie Wasser? Wir wollen zu diesem Punkt die Hebamme vernehmen, die der Mutter bei der Geburt des Knaben Lee in ihren Wehen behilflich war. Treten Sie vor, Frau Lien. Fürchten Sie sich nicht. Also, wie war der Hergang? Erkennen Sie die Angeklagte? Ich kenne die Angeklagte schon. Es ist ein Ton, die Wunde wird des hochgeborenen, verstorbenen Herrn. Wo haben Sie mich? Und ist sie die Mutter des Knaben Lee? Wasserschlangen angedroht. Sie wird auf Glassplittern knien und
man wird ihr die Knöchel zerquetschen. Wie Feuer brennt mein Rücken, wie Sturm weht mein Atem, verflüget doch meines Lebens auch der Nachtschmetterling. Oh, still! Ich rufe das Kind zur Ordnung. Frau Lien, können Sie Ihre Aussagen beschwören? Das will ich meinen. Die Zeugin wird vereidigt. Sprechen Sie die Worte nach. Ich schwöre bei den Gebeinen meiner Ahnen, Beinen meiner Ahnen, dass ich die reine Wahrheit gesagt, keine Wahrheit gesagt, so wahr mir Vorhelfe, so wahr mir Vorhelfe. Die Zeugin ist entlassen. Die Zeugin, Gebrüder, sang. Entlassen. Aussage beschwören. Und ob! So sprechen Sie den Schwur nach. Ich schwöre bei den Gebeinen meiner Ahnen, Beinen meiner Ahnen, dass ich die reine Wahrheit gesagt, keine Wahrheit gesagt, so wahr mir Vorhelfe, so wahr mir Vorhelfe. Die Zeugenvernehmung über den geplanten Kindesraub wird geschlossen. Es bleibt die Frage des Giftmordes. Wer hat gesehen, dass die Angeklagte ihrem verewigten Gatten statt Zucker Gift in den Tee schüttete, um sich unrechtmäßig Knabe und Erbteil anzueignen? Ich. Thank you.
Anwaltin hat gestanden. Die Zeugenaussagen werden geschlossen. Das Gericht wird nunmehr das Urteil beraten. Majestät erkennt der oberste Gerichtshof als zu Recht folgendes Urteil. Die Angeklagte Chang Haitang wird wegen versuchten Kindesraubes und vollzogenen Giftmordes an ihrem Gatten Ma zum Tode durch des Henkers Schwert verurteilt. Mein Recht! Mein Kind! Unverschämtes Geschöpf! Ich sollte dich mit dem Pantoffel ins Gesicht schlagen! Merkt euch eines! Wenn ich ein Urteil spreche, so ist es gerecht. Die Verhandlung führe ich streng und parteiisch. Alles geht objektiv und absolut gesetzmäßig her. Stoffelt auf, Hiki! Ich bin erschüttert. Seine himmlische Majestät ist im hohen Alter von 75 Jahren an Altersschwäche verschieden. Zum Nachfolger wurde durch das Los Prinz Pao erkürt, der den kaiserlichen Thron bestiegen hat. Alle Todesurteile werden suspendiert und Kraft seiner Machtvollkommenheit Richter und Gerichtete nach Peking berufen. Denn seine erste Amtshandlung soll ein Zeichen der Gerechtigkeit stehen. Zeichen der Gerechtigkeit. Das Bild ist weiter, der neue Kaiser wird die Füße sein.
Schwert verloren, wenn du das Schwert verloren. Hey, vorwärts, doch deine Schildkröte! Ich werde deine Mutter schänden, wenn du deine Beine nicht flinker bewegst. Meinst du, es ist ein Vergnügen, dich durch den Schneesturm zu eskortieren? Erbarmen, lieber Herr, ich sterbe. Ein Hodenmut ist das halbe Leben. Vorwärts! Die Knie brechen mir. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss es auch büßen. Warum hast du deinen Mann umgebracht und der ersten Frau das Kind rauben wollen? Ich habe keinen rechtschaffenen Richter gefunden. Mein Kind, wo ist mein Kind? Bei seiner Mutter verstocktes Weib. Da kein Mensch mich hört, so will ich meine Klage in den Stehsturm schreien. Jetzt vorwärts! Vorwärts mit dir, Klump! Hörtest du nicht Stimmen im Dunkeln? Wie war so, das rief uns jemand zu? Vorwärts, du Speerverbrecher! Du Revolutionär! Dir wird man es eintränken! Begehrt gegen die Staatsgewalt auf! Bruder! Schwesterseele! Kamerad, wenn es dir recht ist, so wollen wir die Verbrecher zusammenbinden! Nun zum Kaiser! Vorwärts! Mein Kamerad, wenn unsere Knochen bleichen, ja bleichen, und fällt auf uns wie gelber Rauch, die Waffe schreit in Bambusbrauch. Soldat, Soldat, du bist mein Kamerad, wenn unsere Knochen bleichen, wenn unsere Knochen bleichen.
selbst zu Rat, der hier das Wort ergreift. Du da, an jenes Weib gebunden, sag mir, warum bist du im Block und was ist dein Verbrechen? Was bleibst du stehen und fällst nicht in die Knie? Wem es Gerechtigkeit in diesem Land, sich finde nicht im Block vor dir. Es war verliebt wie ich, der kniet vor keinem Menschen mehr. Der Richter, was verbrach der Mann? Er lästerte des Himmels Sohn. Die geheiligte Majestät, keine Strafe ist zu hoch. Er lästerte? Mit welchen Worten? Untertänig zu vermelden, die Zähne weigern sich, sie herauszulassen. Der neue Kaiser wird auch nicht besser sein als der alte. Dies sagte er. Und dieses Wort dazu, die Armen reden unter seinem Banner recht groß, am Straßenrand verrecken wie bis hier. Du weinst, weinst du um dein Geschick? Ich wein um mein Vaterland. Nehmt ihm den Halsschmuck ab, wir seien befreit. Wir solche Tränen, weit ist kein Verbrecher, sie netzen die Blumen seines Herzens wieder auf. Dass er mich lästerte, verzeiht ich ihm. Er lästerte aus einem edlen Willen, die schlechten Welt zu bessern und einst das gleiche hohe Ziel. Komm, sei mein Freund. Einen mir vom Richter zu Cheng Kong eingereichten Bericht. Es handelt sich um eine Frau zweiten Grades namens Chang Haitang. Diese Frau soll ihren Mann ermordet und sich aus Erbschaftsgründen des Kindes der ersten Dame haben bemächtigen wollen? So ist es. Chang Haitang, ist es wahr, dass du deinen Mann vergiftet und der ersten Dame das ihr gehörige Kind geraubt hast? Eure Majestät ist ein Spiegel, der sie blendet. Eure Majestät ist die Sonne, die uns alle blendet. Chang Haitang! Welchem Beruf gingst du nach, ehe du Herrn Ma heiratetest? Auf feinen Weiden steht das Haus. Ein kleines Mädchen sieht zur Tür hinaus. An der Voliere steht ein Mandarin. Ein kleiner Vogel, es singt und hüpft an mir. Verschließ den Käfig, hüte gut das Haus. Sonst fliegt der Vogel in den Wald. Wer waren die Besucher des Hauses hinter den Weiden? Herr Ma holte mich aus dem Haus. Ein junger Herr besuchte mich. Wer war der junge Herr? Ich nenne seinen Namen nicht. Ich fordere Gerechtigkeit, sonst nichts. Die
beschworenen Zeugenaussagen hier in den Akten besagen, dass das Kind, das du für dich in Anspruch nimmst, nicht dein Kind ist. Die Zeugen sagten falsch aus. Sie sind bestochen von der ersten Frau. Er lügt! Der Richter ist dazu bestellt, wahres und falsches Zeugnis zu scheiden. Der Richter war bestochen wie die Zeugen. Er lügt! Die erste Frau des Mandarin ist im Saal. Wo ist sie? Weib, sprich. Wer ist die Mutter des Kindes, das du an der Hand hältst? Ich bin es, Majestät. Gut. Zeremonienmeister, nehmt ein Stück Kreide, zieht einen Kreis hier auf dem Boden vor meinem Thron. Führt den Knaben in den Kreis. Und nun, ihr beiden Frauen, versucht, den Knaben aus dem Kreis zu ziehen, zu gleicher Zeit. Die eine packe ihn am linken, die andere am rechten Arm. Es ist gewiss. Die rechte Mutter wird die rechte Kraft besitzen, den Knaben aus dem Kreis zu ziehen. Es ist augensichtlich, dass diese nicht die Mutter sein kann. Sonst wäre es hier wohl gelungen, den Knaben aus dem Kreis zu ziehen. Die Frauen sollen den Versuch wiederholen! Hai Tang, ich sehe, dass du nicht die mindeste Anstrengung machst, den Knaben aus dem Kreis zu dir herüberzuziehen. Was bedeutet das? Des gesamten Vermögens des Hammer zu bemächtigen und raubte darum das Kind. Da nun die wahre Mutter erkannt ist, wird auch die wahre Mörderin zu finden sein. Ich lese in den Akten den Wortlaut des Schwures, den Frau Ma gesprochen. Frau Ma, wiederholen Sie den Schwur. Ich schwöre bei den Gebeinen meiner Ahnen,
Mann. Was liebt dich die Mutter des Kindes ist, er nur vergiftet hat. Ihr schwurt den entsetzlichen Schwur, dass ihr selbst die Mörderin des Hermann seid. So ist es. Werft ihr die hölzerne Krause über! Doch hab ich wieder angestiftet, will mich lebt! Ich ist angestiftet! Wer hat die falschen Zeugen gesprochen? Bei Kulis, die Hebamme, wie hätte ich das Geld aufgebracht? Die nimmer sahen Exzellenz zu, Oberrichter von Teukang, mit 100 Pfennig zu bestechen. Ich hätte mich bestechen lassen, ich, der unbestechlichste Richter, weit und breit. Drückt dich selbst, euer Exzellenz, nicht den Beutel mit Gold in die Hand, den jene mir für euch gegeben. Genug des unwürdigen Gekeifes und Gezänkes. Fort mit den Dreien, sie werden gerichtet. Entlasse. In jener Nacht, als Ma im Hause Tongs dich kaufte, du erinnerst dich? Wie könnte ich jene Nacht vergessen, da ich zum ersten Mal euch sah? Sag, was geschah in jener Nacht im Hause Mars? Man brachte mich in ein Zimmer zur Ebene Erde, dessen Türe nach dem Garten hinausgingen. Ich weinte, bat um Ruhe.
Herr Ma ließ mich allein. Es war so drückend heiß, dass ich die Türe zum Garten offen ließ. Als ich mich niederlegte, da hatte ich einen wunderlichen Traum. Was träumtest du? Thank you.
Haitang consent à pardonner l'empereur à condition qu'il reconnaisse l'enfant. L'empereur lui annonce qu'il va devant le peuple la déclarer sa femme. Le jeu du cercle de craie a rétabli la justice. C'est ainsi que se termine cette parabole à valeur de critique sociale peut-être, qu'est le cercle de craie de Zemlinsky. Ce soir, à l'Opéra de Lyon, nous entendions dans le rôle principal de Haitang, Ilse Ehrens, Madame Chang, sa mère, Doris Lamprecht, Chang Lin, son frère, Laurie Vassar, Tong, propriétaire de la maison de plaisir, Paul Kaufmann, Pao, le prince, puis, dans cette dernière partie, l'empereur, Stéphane Rugamer, Ma, le mandarin, Martin Winkler, Yupei, sa première épouse, Nicolas Beller-Carbone, Chao, secrétaire du tribunal, Zachary Altman, et le rôle parlé du juge Chouchou, Stéphan Kurt. Il y avait également Edwige Fassbender, Luc Sinclair et Alexandre Pradier, Mathieu Buswell, Joséphine Gaumann, orchestre, maîtrise et studio de l'Opéra de Lyon, tous placés sous la direction de Lothar Koenigs, ici donc à l'Opéra de Lyon, pour cette création française du cercle de craie de Zemlinsky. La mise en scène était signée Richard Brunel, décor Anouk Del Aira, costume Benjamin Moreau, lumière Christian Pinault, dramaturgie Catherine Elou Nicolas, vidéo Fabienne Gras. Et ce soir, pour enregistrer cet opéra, il y avait à la régie scène de l'Opéra de Lyon Charlotte Goupil-Lebré, directeur du son Pierre Bornard, avec Mike Reinfong, Midwin Caron et Chantal Nouvelot, ainsi que Patrick Beaulieu, musicien metteur en ondes Paul Malinowski, réalisation Jean-Claude Mullet. Vous écoutez Dimanche à l'Opéra sur France Musique ou francemusique.fr. Merci de votre fidélité. Nous sommes, vous le comprenez, à l'Opéra de Lyon, dans les coulisses. Alors, en attendant de retrouver Lothar Koenigs, eh bien, je vous propose une mini-pause instrumentale avec ce document d'archives. C'est Alexander von Zemlinsky qui dirige la polka de Schwanda, le joueur de cornemuse de Jaromír Weinberger. Thank you.
Lothar Koenigs, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici, donc, juste après cet opéra de Zemlinsky, qui est créé donc en France pour la première fois à l'Opéra de Lyon. Ici, on vous a connu pour diriger Berg, pour diriger Janáček, pour diriger Wagner. Ici, c'est une œuvre que vous n'aviez jamais dirigée, ce Cercle de Cré. C'est une première. Yes. When Serge Dorny asked me 2 years ago if I would be interested to conduct the Kreidekreis, I said to him, I have to get the score because I don't know one note of it. So, and I got Quand Serge Dorny m'a demandé il y a 2 ans si j'étais intéressée à l'idée de diriger le Cercle de Cré, je lui ai tout simplement répondu qu'il fallait que je regarde la partition car je n'en connaissais pas une note. Alors je l'ai lue et immédiatement je suis tombée amoureux de cette œuvre. C'est une partition incroyable, tellement dommage qu'on ne la joue pas davantage. C'est le dernier opéra de Zemlinsky, il a été créé en 1933 à Zurich. Des dates étaient programmées alors en Allemagne, mais à cause de l'accession au pouvoir des nazis cette même année, eh bien, l'œuvre n'a pu finalement y être jouée. But I think we have one of the most colorful, most entertaining scores in front of us, and of course the roots of Zemlinsky are in the Wagnerian environment. So yes, he's. Et je crois que nous avons là pourtant une page extrêmement réussie, colorée, divertissante. Les racines de Zemlinsky sont wagnériennes. Il est définitivement un romantique, mais en même temps, on voit ici, dans son écriture, qu'il connaissait Mahagoni, l'opéra de Katsu, les pages de Krenek, également l'influence du jazz qui est ici perceptible et même assez dominante. And as well, he enlarges the orchestra for alt saxophone and tenor saxophone, and he has a big percussion section and guitar, banjo, mandoline. So these are all signs for the Zemlinsky a agrandi l'orchestre. Il y a intégré pour l'occasion des saxophones, une grande section de percussion, des banjos, guitare, mandoline. Il est très fort dans sa façon de mélanger les styles, car il y a quelque chose aussi d'assez minimal parfois. Although it was not established at this time, but if you just think about the whole opening when Haitang enters the room, it's just moving around one chord, and so, and of course, he was the teacher of Arnold Schönberg, and Schönberg, and he went different paths. So, in Zemlinsky, we have always somewhere harmony, and we can explain the harmony. There are maybe 2 or 3 places where we have bitonality, but C'était le professeur de Schönberg aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors chez Zemlinsky, c'est l'harmonie, et puis parfois, lorsqu'il s'en éloigne, on peut se dire qu'il revient toujours à la maison. Enfin, pour moi, eh bien, c'est un grand plaisir de diriger cette musique, et j'espère que cette œuvre sera jouée de plus en plus. Lothar Koenigs, il y a chez Zemlinsky le compositeur, mais aussi le chef d'orchestre. Oui. Yes, and he was a brilliant conductor. And I'm not quite sure, but I think he conducted Mahagoni as well by Weil. I'm not quite sure. So, and yes, he was a brilliant conductor. He was a music director in Prague at the Deutsche Theater. Then he was one of the Oui, et il était très fort. C'est lui, je crois, qui a créé Mahagoni de Kurt Weill. Il était directeur de l'Opéra de Prague et de l'Opéra de Cologne. Il a senti tout ce qui se passait dans les années 20. Et on voit bien, lorsqu'on lit sa partition, que c'était un grand chef. C'est si bien fait. Une dernière question. Oui. C'est un sujet qui nous vient de la Chine ancienne, mais finalement, l'exotisme, il n'est pas tellement là. Yeah. At the beginning of the 20th century, there were a few composers who really made journeys in music. So if you think of Turandot by Puccini, or if you think, I think Debussy, Images. So, au début du XXe siècle, beaucoup de compositeurs se sont tournés vers l'exotisme. On peut penser à la Turandot de Puccini, aux images de Debussy, une fascination qui était très puissante.
puissante et on sent dans le cercle de craie toutes ses influences. Il use, par exemple, de la gamme pentatonique. C'est vraiment de la grande musique. Great music. Merci beaucoup à vous, le Tarconis. Merci. Plaisir. All the best. Au revoir. Et bravo. Merci.
Et voilà, Foi printanière, un poème pour chœur mixte et orchestre à cordes de Zemlinsky par l'Orchestre Philharmonique du Gürzenich de Cologne avec la direction de James Conlon. Et nous sommes eh bien, dans les coulisses ici à l'Opéra de Lyon. Il y a peut-être quelques bruits de sabots car il y a un cheval dans cette production qui est signée de Richard Brunel. Vous êtes à l'écoute de Dimanche à l'Opéra sur France Musique. Eh bien, je vous propose de poursuivre cette soirée avec une autre œuvre de Zemlinsky. C'est une sorte d'œuvre ramassée, qui dure à peine 20 minutes, qui s'appelle la Symphonische Gesang, c'est l'opus 20. Et c'est une interprétation ici de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, placé sous la direction de Ricardo Chailly, avec, dans le rôle du soliste, Willard White. Den Herrn Jesus gefragt, wozu, wozu noch das Gebet? Thank you.
warten nicht, wir warten nicht auf den jüngsten Tag. Braunes Mädel hat sterben gemusst. Tod hat sie geraubt, hat sie geraubt. Braunes Mädel hat
üble, üble Bursche, jeder hat sich auf den Glück. Bin ein Bursche, üble, üble, jede Schiff auf mich. Du, dir schnappst du die Schlechtigkeit, sieht bei mir alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit. Hätte ich nie gekannt, du. Oh.
Waffen um das Feuer. La Gesangesymphonie opus 20 d'Alexandre von Zemlinsky avec l'interprétation de Willard White accompagné par l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Ricardo Chailly. Une danse paysanne d'Alexander von Zemlinsky, toujours interprétée au piano par Emanuele Torcati. Eh bien, vous écoutez Dimanche à l'Opéra sur France Musique et je vous propose de nous quitter en écoutant un extrait de Mahagoni de Kurt Weill. Lothar Koenigs tout à l'heure l'évoquait et en introduction, on en parlait également. Zemlinsky, le chef d'orchestre qui a créé Erwartung, qui a créé aussi ce Mahagoni et d'autres pièces, qui était un chef extrêmement important de son époque. Ici, je vous propose l'interprétation avec, dans le rôle de Jenny Lotelenia, avec également les voix de Heinz Zauerbaum, Gisela Litz, Horst Günther, Georg Mund, Fritz Gollinitz, Sigmund Roth, Peter Marxwort et Richard Münch, avec le chœur de la NDR de Hambourg, tous placés sous la direction de Wilhelm Brückner-Rügberg.
gesucht werden. Leocadia Beckwick, Dreieinigkeitsmoses und Fetti der Prokurist. Alle drei sind flüchtig. Hallo, wir müssen weiter. Aber der Wagen ist kaputt. Ja, dann können wir nicht weiter. Aber wir müssen weiter. Aber vor uns ist nur Wüste. Ja, dann können wir nicht weiter. Also müssen wir umkehren? Aber hinter uns sind die Konstabler, die uns von Angesicht zu Angesicht kennen. Ja, dann können wir nicht umkehren. Oben an der Küste wird aber doch Gold gefunden. Ja, die Küste, die ist lang. Ja, dann können wir eben nicht hin. Aber es wird dort Gold gefunden. Ja, aber die Küste ist so lang. Geht es nicht weiter? Nein! Gut, wenn wir nicht hinauf können, werden wir hier unten bleiben. Seht, alle Leute, die von dort herunterkamen, sagten, dass die Flüsse das Gold sehr ungern hergeben. Aber ich habe diese Leute gesehen und ich sage euch, sie geben das Gold her. Ihr bekommt leichter das Gold von Männern als von Flüssen. In diese Erde und hisst dieses Stück Leinen, damit die Schiffe, die von der Goldküste hier vorüberfahren, uns sehen können. Thank you.
wuchs in den nächsten Wochen eine Stadt auf und die ersten Haifische siedelten sich in ihr an. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't us cry, oh, don't us cry. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Paradiesstadt erreicht die großen Städte. Yeah.
vom Getriebe der Welt. Die großen Züge kommen nicht vorbei. Liegt die Goldstadt Wagoni. Dort wurde gestern erst nach euch gefragt. Zu unserer Zeit gibt es in den großen Städten es nicht mehr gefällt, solche gehen nach Mahagoni, der Goldstadt. Die Getränke sind billig. Hier in euren Städten ist der Lärm zu groß. Nichts als Unruhe und Zwietracht und nichts, woran man sich halten kann. Weil alles so schlecht ist. Doch sitzt ihr einmal bei den Jahren zogen die Unzufriedenen aller Kontinente der Goldstadt Mahagoni entgegen. Dort gibt es Pferd und Weiber frei, Whisky und Pokertisch. Schöner, grüner Mond von aller Mama, leuchte uns. Denn wir haben heute, wir haben heute, wir haben heute, wir haben heute, wir für ein großes Lachen eines großen dummen Ost. Auf nach Mahagoni, der Ost mit dir schon. Fleischsalat und keine Direktion. Schöner, grüner Mond von einer Mama, leuchte uns. Denn wir haben heute, wir haben heute, wir haben heute, wir haben heute, für ein großes Lachen eines großen Doppelmonds. Auf nach Mahagoni, das Schiff wird losgeschreit. Für ein großes Lachen eines großen Doppelmonds.
Damals kam unter anderem auch Jimmy Mahoney in die Stadt Mahagoni. Und seine Geschichte ist es, die wir Ihnen erzählen wollen. Wenn man an einen fremden Strand kommt, ist man immer zuerst etwas verlegen. Man weiß nicht recht, wohin man gehen soll, wie man anbrüllen darf und vor wem man den Hut zieht. Das ist der Nachteil, wenn man an einen fremden Strand kommt. Ach, meine Herren, willkommen zu Hause. Ist das denn nicht Herr Jimmy Mahoney? Der berühmt ist die Messerspitzeln. Jeden Abend vor dem Schlafengehen wünschen Sie Gin und Pfeffer. Angenehm. Witwe Beckwick. Und zu Ihrer Ankunft, Herr Jakob Schmidt, haben wir den Kies gehackt. Danke Ihnen. Und Sie, Mr. Billy. Sparbüchsen Billy. Und Sie, Mr. Joe. Alaska Wolf Joe. Um Ihnen uns gefällig zu erweisen, setzen wir die Preise etwas abwärts. Danke herzlich. Wünschen Sie zuerst, sich mit frischen Mädchen zu versorgen? Meine Herren, jeder Mann trägt im Herzen das Bild seiner Geliebten. Was dem einen üppig ist, ist dem anderen mager. So ein Schwung der Hüfte wäre etwa passend für Sie, Herr Joe. Vielleicht wäre es für mich das Passende. Ich dachte allerdings an etwas Dunkleres. Und Sie, Herr Bill? Bemühen Sie sich gar nicht. Und Mr. Jim? Nein, ich sehe nichts an Bildern. Ich muss hinlangen, damit ich weiß, ob das Liebe ist bei mir. Heraus, ihr Schönen von Mahagoni, wir haben Geld und was habt ihr? 7 Jahre in Alaska, das ist Kälte, das ist Geld. Heraus, ihr Schönen von Mahagoni, wir zahlen bar, wenn's uns gefällt. Guten Tag, ihr Jungen von Alaska. Guten Tag. Das ist Ihr Mädchen, Herr Jakob Schmidt. Wenn Ihre Hüfte keinen Schwung hat, sind Ihre 50 Dollar Dreck aus Wellblech. 30 Dollar. 30 Dollar? Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, was man für 30 Dollar kriegt. 10 Paar Strümpfe und sonst nichts. Ich bin aus Havanna, meine Mutter war eine Weiße. Sie sagte oft zu mir, mein Kind, verkauf dich nicht für ein paar Dollarnoten, so wie ich es tat. Schau dir an, was aus mir geworden ist. Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Also 20 Dollar. 30, mein Herr, 30. Ausgeschlossen. Na, vielleicht nehme ich sie. Wie heißt du denn? Jenny Smith aus Havanna.
Ich bin hergekommen vor 9 Wochen. Ich war drunten in den großen Städten. Ich tue alles, was man von mir verlangt. Einen Mann kennenlerne, ihn zu fragen, was er gewohnt ist, sagen Sie mir also, wie Sie mich wünschen. Wie Sie sind, so gefallen Sie mir. Wenn Sie du zu mir sagten, würde ich denken, ich gefalle Ihnen. Bitte. Jimmy, wie willst du meine Haare? Nach vorn oder zurück? Das könnte verschieden sein, je nach der Gelegenheit. Aber wie ist es mit der Wäsche, mein Freund? Trage ich Wäsche unterm Rock? Oder geh ich ohne Wäsche? Ohne Wäsche. Wie Sie wollen, Jimmy. Und Ihre Wünsche. Sous la direction de Wilhelm Brückner-Rückberg, il y avait les voix de Lotelenia, Heinz Zauerbaum, Gisela Litz, Horst Günther et beaucoup d'autres pour cette version du Mahagoni de Kurt Weill. Et c'est ainsi que se referme notre émission. Émission enregistrée sur le vif le 24 janvier dernier à l'Opéra de Lyon. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Sophie Jarja ici à l'Opéra, à Jean-Claude Mullet pour la réalisation, prise de son, Chantal Nouvelot et préparation du site de l'émission sur francemusique.fr où tout est réécoutable à l'envie, Nelly Portal. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle soirée lyrique. D'ici là, surtout, portez-vous bien. 23h30, l'heure de retrouver Tour de Chant avec Martin Pennet. Bonsoir.